Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Donnerstagabend. Ja, kurz vorm Feiertag, also sprich, ne, nicht alle, ich weiß, aber einige von uns haben ja Feiertag. Ich habe ja sowieso noch Urlaub, nur. Und wir sind jetzt mal wieder hier am Start und machen hier noch ein bisschen Burgbauen, weil es macht richtig funny. Das macht funny. Ja, so. Jetzt habe ich ja gesagt, dass mir diese schäbigen Baracken da überhaupt nicht gefallen. Jetzt will ich bloß mal ausprobieren, bevor wir das hier in die Tat umsetzen. Wenn ich jetzt hier reingehe. Was ist denn da noch nicht fertig? Producing Manuscripts? What the heck? Jetzt sind wir richtig. Gut, ich würde sagen, wir nehmen uns mal 2 freie Dorfbewohner. So, zum Testen. Ob das funktioniert. Ne? Und dann kicken wir mal. Was haben wir hier? Armee aufgestellt mit 2 Mann, jawohl, wir erobern die Welt. Vorwärtsmarsch, das Echo der Übungen eurer Soldaten, halt durch die Siedlung. Dies mögen nicht die schönsten Töne sein, doch erinnern sie euer Volk daran, dass es sicher ist. Ja. Jo, ja. Gucken wir mal. Die haben bestimmt eine bessere Verteidigungsministerin. Habe ich jetzt nicht gesagt, ne? Habe ich jetzt nicht gesagt. Gut, ich würde vorschlagen, dass wir dann in dem gleichen Stil wie das hier, das würde ideal passen, weil ich habe ja gesagt, ne, hier kommen die Ritters. Ne? Und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, ob wir da was Vernünftiges hinbekommen. Ich würde sogar hier andocken. Zack. So. Und dann erweitern wir das Ganze mal. Jetzt muss ich bloß gucken, wo war denn das gute Stück? Ne. Das weiß wieder kein Mensch, ne? Können wir das nachbauen? Ich glaube ja, ne? Wenn das Spiel gespeichert hat, können wir das garantiert nachbauen. Wir haben hier die Main Buildings. Aber das war ja eher so eine längliche Form. Gucken wir mal. Was uns das Spiel so an tollen Sachen bietet. Das sind Mauern, ne? Ja. Das sind Mauern. Hier kommt man der Sache schon näher. Ich bräuchte es nur in Stein. Ohne Torbogen. Kriege ich nicht. Okay. Das sind Corners. Octos. Round. Nee, Deko. Hä? Haben wir da sowas nicht in der Art? Was bist denn du hier? Main Building. Ich will aber ein Stone Building. Guck mal hier. Nee. Ja. Ist wieder mal ein bisschen übertrieben. Ich hätte ihn gerne kleiner. Schau mal hier. House Stone. Dass das immer wieder hochspringt, das ist ein bisschen nervig. No? Guck mal, das ist doch was. Das passt doch. Das passt doch. Zu weit weg. Ja, ja. So. Au! Dann machen wir es aber diesmal clever. Zack. Dann haben wir hier noch so eins. Das setze ich mir dahin. Was haben wir hier? Auch guck mal. Kriegen lauter tolle Sachen hier. Du. Das setze ich mir mal dahin. Das kriegen wir hier. Braucht kein Mensch. Das ist auch schön. Das setze ich mir mal hier hin. Wir machen uns mal ein kleines Potpourri. Pottiges. So, das kann weg. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch das hier. Nur die Frage. Das ist jetzt nur die Frage, wenn ich das jetzt so drehe, dann müsste das doch gehen. Dann setze ich mir das hier so hin. Erstmal nur provisorisch hingeschoben. Und dann war es das eigentlich schon. Das war es dann schon. Viel ist es nicht.
viel ist das jetzt nicht. Jetzt habe ich auch gar nicht geschaut, wie viele Leute passen denn da rein. 6. Passen da nur 6 Leute rein, wenn ich das jetzt höher ziehe? Auf wie viel kommen wir dann? Auch gar nicht. Das ändert sich überhaupt nicht. Das ist jetzt natürlich doof. Aber da fällt mir garantiert noch ein bisschen Blödsinn ein. Wie viel hast du? Auch 6. Die haben alle 6. Okay, die haben alle 6. Wenn ich die Mauer... Nee. Ich habe eine Idee. Ich weiß aber nicht, wie die ausschauen wird, aber schauen wir doch mal. Das, ja, ich weiß nicht. Warte mal. Zumindest sind dann 12 noch dazu. Wie schaust denn du aus? Du schaust so aus. Kann ich dich nicht einfach mal hier so davor setzen? So eng gestaffelt. Zack. Das wäre noch eine Möglichkeit. Gut, dann verzichten wir mal auf das ganze Zeug. Dich schiebe ich jetzt so, dass ich nicht eine Meldung kriege. So, und dann müssen wir das jetzt hier ordentlich machen. Ich muss jetzt quasi hier... Wie ist denn das, wenn ich das so mache? So. Oder lassen wir das rausgucken. Ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Ich würde sagen, wir machen das so. So. Schaut das ein bisschen raus. Ach, das hat hier oben noch so. Ach, guck mal. Das könnte sogar klappen. Warte mal. Zack, 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 zack. Müssen wir mal wieder stoppen hier, ne? Zack. So. Dann haben wir nämlich hier doch... Ja. Das könnte gut ausschauen. So, und dann würde ich das aber noch übernehmen hier. Hallo, Spiel. Und dich hier noch ein bisschen an die Mauer setzen. So. Vielleicht noch ein Stückchen weiter rausgucken lassen. So. Na, ah, da schaut das Fenster raus, okay. Das will ich nicht. So, jetzt. Von der Mauer passt es auch, von der Tür passt es auch. Hier würde ich so machen, dass die Türen gegenüber liegen. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder ein bisschen tricksen, so dass ich sehe. Das ist eine Tür. Ah! War jetzt nicht gut. So. So. Dann den Teil noch ein bisschen weiter rein. Cool, ich kann jetzt hier quasi die Lücke kaschieren mit. So. Wie schaut es jetzt mit der Tür aus? Passt noch. Gut. Ja. Das ist doch in Ordnung. Das nehmen wir. Das kann weg. Dann machen wir noch ein bisschen Shishi dran. Ich brauche auf jeden Fall mal erstmal die Deckplatten für das Dach da drüben. Hey, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Kommt der Sache schon näher, aber nicht nah genug. Das ist zu flach, das ist zu steil. Das müsste, könnte, das könnte passen. Ich würde auch wieder weiß nehmen. Nein, passt nicht. Gut. Das passt also nicht. Wir brauchen die großen. Immer da, 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 da. Da sind wir zu Hause. So, und das drehe ich mir dann so rum, dann sieht man noch das Fachwerk, oder? Ne, andersrum. So rum. Sieht man es jetzt? Ja. So,
Dann einmal drehen. Wit. Dran geklitscht. So. Passt. Jo. Ich würde sagen, das kann man so lassen. Das ist in Ordnung. Das finde ich gut. Das finde ich gut. So, dann machen wir hier noch kleiner, damit jeder sieht, was hier Phase ist. So. Schaut das gut aus? Ne, schaut falsch aus. Warum hat das jetzt so falsch ausgeschaut? Kann nur hier hin, ne? Das andere funktioniert wieder nicht. Ja, hier schaut es doof aus. Hier schaut es doof aus. Warum passt das da oben nicht? Was ist mit zum Wandbanner? Geht auch nur bei den großen Knöpfen. Obwohl, warte mal. Nee, das snappt dann da innen drin. Das ist ja wieder schön, ne? Das ist doch mal wieder schön. Dann können wir das hier komplett vergessen. Gut. Hätten wir das mal geklärt, ne? Dann gucke ich mal hier. Wir brauchen irgendwas Vergittertes in Stein. Hier. Das da. So rum. Zack. Zack. So, dass da keiner einsteigen kann. Das passt. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Schnickschnack fürs Dach. Da würde ich ganz gerne sowas in die Richtung nehmen. Aber wir brauchen was Steiles. Ist das steil genug? Ja, steil genug. Dann machen wir das doch hier so hin. Zack. Halt. Hallo? Zu weit weg. Wieso zu so heute? Was? Wieso zu diesem? Ist der hier auch zu weit? Nö, hier nicht. Du glaubst das ja. Warum schaut das jetzt so anders aus? Stimmt doch schon wieder irgendwas nicht, oder? Kriegen wir hin. Du schau doch, das steht doch viel weiter raus. Oder ist es nur eine optische Täuschung? Gut, jetzt müsste es aber gehen. Habe ich die so oder habe ich die da? Habe ich die so? Warte, wir machen hier nur eins in der Mitte. So. So machen wir das eins in die Mitte und dann kommt noch ein Schornstein dran. Zack. So. Das ist okay. Dann benötigen wir noch die für die Burg Sonnenschein. Übrigens danke für den Tipp, Tim. Burg Sonnenschein. Sie hat ihren Namen weg. So, hier, zack. Guck mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das passt. Dann hätte ich noch gesagt, machen wir hier noch. Zack. Und drüben noch. Na komm. Hallo. Zack. So. Brauchen wir hier noch irgendwas? Nö, ne? Da reicht ja die Tür. Da reicht die Tür. Gut. Das Ding würde ich auch gar nicht mal so sehr verzieren wollen. Außer vielleicht noch ein paar Fenster hin. Das macht Sinn, finde ich. Schauen wir mal, ob wir das da so hinkriegen. Stein bitte. Da. Da würde ich solche oder wir nehmen auch solche. Wir nehmen solche. Zack. Einmal. Zweimal. Dann einmal gedreht. Setz mal hier hin. Da
Das reicht. Dann nehmen wir hier ein großes. Und setzen es hier hin. So, guck mal, unser Soldat. I. Gut. Das finde ich... könnte... gereichen. Machen wir das hier so hin. Hier so hin. So. Da außen auch noch. So, dann noch ein Schornstein. Da, 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 da. Wo ist er? Da. Da ist der Schornstein. Zack. Das schaut doch gut aus. Das schaut doch gut aus. Da drüben könnte auch noch ein Schornstein drauf, ne? Oh. Oh. Da passt gar keiner drauf. Das ist natürlich doof. Aber ist halt so. Dann lassen wir das. Gut, dann lasse ich das mal bauen. Und dann sehen wir das dann schon. So, ein Kurier. Großzügiger Handel mit Northbury. Ja, fragt nach Fisch, billiges Werkzeug, Kleidung. Das ist alles das nicht, was wir gerade irgendwie so brauchen. Das macht gerade so wenig Sinn. So. Dann würde ich sagen, bereiten wir mal hier noch ein bisschen Deko-Quatsch vor. Dazu nehme ich wieder ein bisschen Shrubbery und ein bisschen hiervon und davon. Dekoration. Das setzen wir uns hier mal so hin. Und dann würde ich sagen, setze ich mir das mal da hin. Kleine Bäumchen. So. So? Ne. Das ragt mir da raus. Dann machen wir es lieber so und ein bisschen weiter weg. So. So ist gut. So machen wir das. Na komm, Speicher. So, dann hätten wir das. Hier vorne möchte ich auch noch ganz gerne ein Bäumelchen haben. Allerdings jetzt nicht so voluminös, bitte. Eher klein. So, ein bisschen verwunschen. So. So, und dann brauchen wir natürlich wieder Büschis. Büschis. Einmal so. Dann können wir da drüben einen hinsetzen, der ein bisschen so über den Zaun ragt. So, dann nehmen noch so einen unbekannten Strauch hin. Das ist gut. Schilfi. Da. Da haben wir Schilf. Was wir da schön setzen können. So. So und ein bisschen so. Einmal so. Dann hier so rein. So. Das taugt. Dann haben wir hier noch eine schöne Ecke. So. Und hier noch. So. Das war das mit dem Schilf. Das lassen wir jetzt bauen. Jo. Jo, das passt. Das passt. Und dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen Shrubberies. Da muss ich gucken. Da und da. So. Dann gehen wir nochmal zu den Shrubberies, ne? Dann machen wir hier ein bisschen Shrubberies hin. So. Mehr machen wir da nicht. Und hier würde ich sagen, kommt das noch ein bisschen so an den Eingang ran. So. So. Hier in der Ecke sowieso. So. So. Und
So und so. So. Passt. Passt doch. Passt doch. Und jetzt wollen wir ganz kurz meine Fantasy-Mod, weil die schaut ja hier total blöd aus. Fantasy. So. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwas Tolles hinkriegen. Das machen wir nicht, aber ich könnte hier einfach nur, weil wir es können, so eine kleine Hütte hinstellen, die ein bisschen eingewachsen da hinten rumsteht. So, zack. Dann habe ich einen Point zum Anklicken. So, jetzt. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir hier noch schön Kohlebecken. Kurze Metallpfanne. Kohlebecken. In der Form. Ist auch nicht schlecht. Das nehmen wir. Eins. Zwei. So, dann haben wir noch Kohlebecken. Das kann ich eigentlich drüben auch gleich setzen. Nee, du bist zu weit weg. Zack. 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 Schön unter die Fahnen, damit es ja auch schön abfackelt. So, dann kann ich die wegballern. Zack. Zack. Zack, die Wack. Zick, zack. So, und du auch noch weg. Na komm, passt. Gut, dann hätten wir das so. Jetzt brauche ich bloß noch Grasentfernung. Nehmen wir die kleinen. Ziehen die hier so entlang. Hier so hoch. Hallo, Spiel. Spiel. So. Dann hier so nebendran ein bisschen aufgefächert in der Hoffnung, dass da ein bisschen grün stehen bleibt. So, das lasse ich jetzt erstmal bauen. Ja, es bleibt grün stehen, aber nicht so wie gewollt, aber wir kriegen das ja eh nicht hin, weil es die komische Terrasse, die Kante von der Terrasse hier ist. Das kriegen wir also nicht gebacken anders. Okay. Naja, gut. Dann ist es so. Dann ist das so. Ja, schaut doch gut aus. So, wie weit seid ihr? Oh, gar nicht so weit. Ach, ich bin ja auf 1. Mit Kapone, dass hier nichts passiert. So, eine neue Geschichte. Münzenüberschuss. Ein kleiner Kurier. Die Wandermönche. Na komm, machen wir doch. Kriegen auch noch Bären von uns für unterwegs. Dann sind die happy. Und dann ist schön. So. So ist das gut. Ja. Gut, jetzt wird hier ein bisschen schneller gebaut. Das ist okay. Meine zwei kleinen Soldaten. Ja. Ja, wir haben noch keine Schwerter, ne? Ist ja auch nur, ob das klappt. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Gut, dann ist mir die Ecke hier noch ein bisschen sehr kahl. Da ist jetzt nur die Frage, was wir da Schönes basteln. Man weiß es nicht, ne? Irgendwas fehlt da. Das ist irgendwie so nackig. Was haben wir denn an Dekorationen so? Was gibt's denn da? Schaf, nee. Aha, eigentlich nichts, ne? Pflanzbogen, Springbrunnen haben wir schon. Zierbäume machen da keinen großen Sinn. Obwohl. Warte mal. Wo war das jetzt drin? Das habt ihr letztens irgendwo gesehen.
Wo war das drin? War das in der Stonegate? Ach nee, warte mal. Nee, war es nicht. Mods und dann hier diesen hier. Nee. Da. Da war das. Da ist es mal gucken, ob wir da nicht was Passendes haben. Da waren doch diese Platten und das Gedöns und das Gedöns. Okay. Da, das da. Aber was mache ich da drauf? Warte mal, wir könnten doch, sind die klein? Die sind zu groß? Haben die Stein oder Fläche oder ist das Erde? Ich baue mal einen hin. Ich setze mal da einen hin. Und zwar hier hin. So. Schaut nachher da aus, ne? Und so. Ja. Bauen wir uns mal so einen kleinen Eyecatcher. So, dann haben wir das so. Dann nehme ich mir nämlich so eine kleine Krypta. Die am besten. Das ist der Eingang, ne? Das ist jetzt doof. Ich hätte den Eingang jetzt gerne seitlich gehabt. Nee. Das taugt so nix. Aber... das passt doch eigentlich ganz gut dazu. So, kriege ich das in die Mauer rein, ohne dass es drüben rausschaut? Man weiß es nicht, ne? So. Ja, passt. Das passt und wir haben die Ecke ganz gut gefüllt. Ich lasse das mal bauen. Oder habe ich noch irgendeine Idee? Habe ich da eine Idee? Snappt das? Nö. Das snappt hier nicht dran. Finde ich gerade schade. Warum gibt es da Punkte, wenn da nichts snappt? Muss ich das extra auswählen? Nee. Ach ja. Wir vermitteln hier noch ein bisschen. Machen wir es so. So, Kante an Kante, hier auch, Kante an die Kante. So. So. Das ist okay. Schade, dass da nichts dran snappt. Ich habe fast die Vermutung, dass da so Säulen drauf snappen, oder? Ja, die snappen da. Die will ich aber nicht. Zaunelement wäre jetzt richtig clever gewesen. Mauern snappen auch nicht. Okay. Du snappst auch nicht, ne? Nee. Aber man könnte sich doch da was Lustiges draus bauen, oder? Obwohl, Quatsch. Machen wir es nicht komplizierter, als es ist. So, wir bauen das. Das passt. Dann gehe ich auf Decorations. Hol mir hier schön zwei Bäumekes. So. Ja. Ein bisschen vermitteln. So. Ja, kommt gut. Lass mal bauen. Und dann da noch ein. Warum ist jetzt das Fenster da im Weg? So. Zack. Hallo? Hallo? Da. Bauen. Und dann schaut es bestimmt ganz nett aus. Dann schaut es bestimmt noch ganz nettig aus hier. So, dann muss ich bloß hier gucken. Hier kann ich nichts drauf ansnappen, ne? Oder kann man da noch irgendwas Tolles dran pappen? Nö. Nö.
Nö. Macht sie nix. Aber ist okay. Dann ist okay. Dann können wir das ja so noch nicht stehen lassen. Deswegen würde ich hier nochmal... Nee, dann nehmen wir die Brushes. Dann nehmen wir die Brushies. Die Shrimps. Shrimps? Shrubbies? Shrubberies! Mensch, heieiei. So. So, ein paar Büschis. Die pflanzen wir hier so in die Ecken rein. So, noch ein bisschen mit anderer Farbe. So. So. Schaut es ein bisschen überwachsen aus. Können wir doch hier ruhig ein bisschen weiter reingehen. Und hier hinten in der Ecke hätte ich auch noch ganz gerne. Sprühen. Make me happy. So. Nicht zu aufdringlich. Dann schaut es schon ganz gut aus. Dann schaut es doch schon ganz gut aus. So. Jawohl. Ja, passt. Hinten schaut nichts durch. Alles gut geworden. Da wachsen jetzt die Dinger hier raus. Ist übrigens keine Erde, aber ist wurscht. Ja. Und wir haben die Ecke da ein bisschen aufgepeppt. Ja. So ist gut. So ist gut. Und dann wollte ich noch ein bisschen die Tristesse hier rausbekommen. Mit kleinen Mäuerchen. Aber ich glaube, das wird nicht klappen. Weil das wird uns sofort ansnappen. Ne, muss ich anders machen. Muss ich anders machen? War ich hier? Ne. So, jetzt. Nehmen wir uns nämlich die Hecken, die nicht snappen. Habe ich die falsche Dinge? Ja. Super. Wird ja ganz clever. So, hier. Können wir das hier gleich weiternehmen. Na? Dann nehmen wir uns eine schöne helle Hecke. Warten bis das Spiel... Hallo? So, jetzt. Und basteln die uns hier so ein bisschen hin. Einfach nur, damit da mal ein bisschen Farbe reinkommt. Ins Spul. So. Jetzt ist natürlich doof. Aber ich glaube, das kriegen wir ein bisschen kaschiert. Ja, schaut doch gut raus. Das passt. So, und dann hier noch eins hin und das Fenster. Dann passt das. Da passt noch was nicht ganz. So, und dann schauen wir uns jetzt erstmal an, wie das ausschaut. So, der kann da weg. Ja, viel besser. Viel besser, dann schaut es echt nicht so trist aus. Das ist okay, hätte ich gesagt. Das passt. Genauso machen wir das. So machen wir das hier drüben auch. Kann ich das nicht doppelt anklicken? Nee, kann ich nicht. So. Warte mal, ich muss den nochmal wegziehen. So. Zack. 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 Dann drehen wir das Ganze. Friemeln das hier so rein. Lassen das hier drüben ein bisschen rausstehen. So. Und jetzt muss ich mal gucken, wie das ausgeht. Ja, geht aus. Ja. So. Das passt. Und dann hier nochmal. Die Wandermönche sind erfreut. Das erfreut mich wiederum. So reingesetzt. Gebaut. Boah, schön. Na, guck mal. Schaut doch schön aus. Finde ich gut.
Das ist gut. Nur wir gleich mal einen Schluck Kaffee trinken, ne? Mhm. Das kommt doch ganz gut. Das kommt doch ganz gut. Ja. So lassen wir das. So lassen wir dieses, jenes, welches. Jetzt bin ich nur am Überlegen. Naja, muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. So, die zwei Häuser sind hier gebaut. Das passt. Das schaut auch gut aus. Passend zu der Mauer. Ja, guck mal. Schon wird sowas richtig voll da. So, was haben wir hier? Viehmarkt, Kurier. Was will der Kurier? Ein Bier. Northbury, Verhandlungen, bla bla bla. Ja, komm rüber. Komm rüber. So. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Damit hätten wir quasi das Militär schon mal untergebracht. Das ist nett. Das ist doch ganz nett. So, jetzt brauche ich was für den Bereich. Dass das einigermaßen noch nett ausschaut. Vielleicht, warte mal. Lass mich mal in die Fantasy reingucken, was die so bietet. Oh, nee, hier. Ja. Ne? Passend zu den Schildern. Können wir doch hier noch ein bisschen Gedöns hin machen. Das ist doch gut. Market Tent, ne. Aber sowas. Sowas, guck mal. Wenn man das jetzt hier so dreht, so, können wir das hier so ansetzen. Passt sogar. So. Einmal. Zweimal. Da muss ich das allerdings noch ein bisschen höher ziehen, weil sonst schaut es ein bisschen komisch aus. Oh, jetzt speichert der wieder. So. Okay. Ja, das kommt gut hier. Das können wir doch so glatt lassen. Was haben wir denn noch? Audience Seating, ne, brauchen wir nicht. Kann ich auch nicht zweckentfremden. Das ist doch ganz gut. Gateway brauchen wir nicht. Hier haben wir noch das. Das ist auch gut. Ich habe eine Idee. Passt das hier drin? Wenn man es gerade setzt? Wo sind wir denn hier zu Hause? So, so, so. Passt das? Nicht ganz, ne? Bisschen noch gedreht. Nee, das war zu viel. Das war zu viel. Doch, so machen. Ja, aber gut. Vielleicht noch ein bisschen nach links. Links, nicht vor und zurück. So vielleicht. Ja. Das passt. Und dann machen wir natürlich hier erkennungsdienstliche Banner dran. So. Das ist doch gut. Das kann man lassen. Das kann man lassen. Die stehen. Okay. Die nicht. Machen wir die so. Wächst da irgendwas in die Mauer rein? Nee. Aber ich finde es ein bisschen übertrieben. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Das lassen wir so. Das lassen wir mal so. So, und dann hatte ich ja noch dieses Gedöns hier. Das können wir noch hier ein bisschen hin so drapieren.
Wo muss ich erstmal den Bogen hier rüber kriegen? So. Können wir doch schön hier so hinmalen. Warte mal. So. Machen wir hier mal so drei Dinger von den Dingern hin. So. Das passt. Das ist in Ordnung. Was war das andere Zeug? Das ist doch so ein Rack mit Lanzen und so. Das macht sich auch immer ganz gut. Aber da muss ich vorher was anderes machen. Wir lassen jetzt mal die Zielscheiben da dran. So. Ja, guck mal, passt doch wunderbar. Das passt doch wunderbar. Dann haben wir hier die Zielscheiben. So, ich muss nämlich den Bereich jetzt hier mal ein bisschen abstecken, wo die ihre Übungen machen. Also der Bereich hier. Eine Gelegenheit für Verhandlungen. Also, euch bietet sich die Gelegenheit zwischen der Äbtissin und Northbury zu vermitteln. Ja, okay. Gucken wir mal. Unsere Leute kümmern sich. Was muss ich dafür leisten? Beeinflusst von eurem besten Oberhaupt des Refektoriums 20% bloß. Müssen wir jetzt. Ach komm. Auf eine Fallfassnummer. Die Abgesandte der Äbtissin plant mit den Kaufleuten von Northbury bei einem schönen Mahl ein paar Geschäfte zu erörtern. Sie hat sich gefragt, ob ihr einen Vorschlag habt, wo man sie empfangen könnte. Auf einem Markt? Ihr seid nicht ganz bei Trost. Hm. 50% die Abgesandte verschlimmert das Problem. Zufriedenheitsbonus. Was? Nein, komm, wir zahlen bloß. Wir zahlen bloß, da muss ich mich nämlich dann jetzt nicht groß dran rumärgern. So, jetzt pass mal auf. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaube, ich habe eine Idee. Lass mal kicken. Auf jeden Fall brauchen wir hier noch ein bisschen pflanzlich was, weil ansonsten schaut es echt trist aus. Trist. Guck mal hier, guck mal. Oh, die gibt es ja auch noch. Oh, das ist ja feini. Das ist doch feini. So, das ist jetzt blöd. Ich würde fast vorschlagen, wir machen das so. So. Hier so rüber. So. Dann lassen wir das hier so reinlaufen. Und es ist blöd, dass hier die Kante raussteht. Lass uns das nochmal wegnehmen. Fangen wir mal hier hinten an. Geh weg. So. Das lassen wir bis hier vorne hingehen. Jetzt steht es da vorne raus. Echt zu doof. So machen wir das. So. Das gefällt mir da noch nicht. Da hat er gesnappert. Hallo? Dann nur so. So, das ist ein bisschen abgegrenzt. Das passt auch ganz gut hier rein. Dann vielleicht noch, lass mal gucken, dass wir trotzdem noch so ein bisschen den Charakter hier haben. Ach, da haben wir wieder das Problem. Ne? Warte mal, da muss ich so rum machen. So rum. So, so. Machen wir das mal hier weg. Sonst blicke ich es nämlich nicht. Ja, genau. Machen wir das hier so rein. Das so rein. Das so rein. Ja. Ein bisschen zu hoch, aber mein Gott. Ist okay. Ist okay. Das hätte man wieder nicht gesehen, ne? Ja. Nee, ist okay. Die Ritter sind ja was Besonderes, ne? Gut, dann hätten wir hier schon mal das Areal für die
Schwert, Lübbel. Und dann würde ich sagen, ziehen wir das hier nochmal so entlang. Da würde ich aber mit einer Tavernenmauer arbeiten wollen. Nur mal, um zu wissen, wie es ausschaut. So. Dann, für Bogenschützen ist es natürlich nichts, ne? Das ist nichts. Die Mauer ist hier ein bisschen zu wuchtig. Komm, kannst weg. Du kannst weg. Und wir gehen dafür dann doch wieder mit einer Hecke ran. Oder? Das ging auch. Das ging auch. Wir haben hier dann so einen kleinen Eingang drin. So, dann zieht sie das hier so rüber. So, so und so. Dann haben wir das Gebiet hier schon mal ein bisschen abgesteckt. So. Das können wir hier noch ein bisschen rüber machen. Oder wir machen es so. Nee, das stimmt nicht. Lass mal so. Da fällt mir garantiert noch ein bisschen was ein. So, wie ist es jetzt, wenn ich jetzt hier so ein Flatterband nehme und setze mir das hier noch mit dazu? Was passiert denn dann? Spannung steigt. Das snappt da rein. Oh, guck mal. Das schaut auch schon mal. Schaut vernünftig aus. Oh, guck mal. Das finde ich schaut schon mal vernünftig aus. Das ist doch ganz gut. Ja, das gefällt mir. Was mir noch nie ganz gefällt, ist hier das. Aber da fällt mir garantiert irgendwas ein. Aber das passt schon mal. Das passt. Jetzt brauche ich hier noch irgendwas, wo ich dann Gerätschaften abstellen kann, etc. Co. Und dann machen wir hier noch ein paar Bänke hin, dass die sich noch mal ein bisschen ausruhen können. Und dann sollte das eigentlich fürs Militär hier hinten vollkommen reichen. Hätte ich jetzt gesagt. Hörst du auch mal auf zu speichern? Danke. Den Knopf haben sie uns immer noch nicht geschenkt, dass man das einstellen kann, wann jetzt eigentlich gespeichert wird und wann nicht. Ja, weil den Intervall würde ich ganz gerne doch ein bisschen größer machen. Es ist zwar schön, dass es die automatische Speicherung gibt, aber sie ist halt auch nervig. Ne? Dass die das selber nicht nervt. Oder gab es das schon? Ich habe es nur nicht gesehen. Schau mal lieber mal. Einstellungen. Allgemein Sprache bediene für bla. Automatisches Speichern. Ne? Ich kann nur aus- oder anmachen. Automatisches Speichern in der Cloud. Schnelles Speichern in der Cloud. Ja. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Was wir nicht haben, haben wir nicht. So. Verhandlungen erfolgreich. Die Abgesandte der Äbtissin hat ihre Geschäfte erfolgreich ausgehandelt. Ist doch schön. Da ist doch schön. Jo. Da guck mal, schaut doch aus wie eine richtige Burg. Das schaut doch schon mal ganz gut aus. Wie schaut es denn eigentlich mit unseren Figürchen aus? Die goldene, die güldene fehlt, ne? Die güldene Frau Sonnenschein fehlt uns hier. Aha. Aha. Sonst ist alles da. Warum wird da jetzt keine güldene Statue gebaut? Skulptur der goldenen Dame mit Axt. Genau. Fehlende Ressourcen. Was fehlt denn? Gold. Goldbarren. Oh, wir haben ja, haben wir noch gar keine Goldbarren? Da haben wir gar keine Goldbarren? Wir haben noch gar keine Goldschmelze, ne? Könnte vielleicht daran liegen. Ich kaufe mal schnell Gold ein. Damit das hier fertiggestellt werden kann. Handel, Ressourcen, Wirtschaft, Ressourcen. Verkauft uns einer übrigens das? Nur Golderz? Nee. Macht keiner. Guck
Gut, müssen wir die Goldschmelze bauen. Ja, da haben wir ja am Wochenende was zu tun. So. Das ist doch fein hier. Das ist doch gut. Wie schaut denn die Goldschmelze aus? Passt die hier mit rein? Passt die hier mit rein? Glas. Ne, Gold. Warte mal, ich mache das mal anders. Gold. So. Passt die hier so mit rein? Das mit den Eingängen ist halt irgendwie doof, ne? Das ist ja eher so was Freistehendes, ne? Die hier nicht so reinfriemeln irgendwie. Aber schaut aus wie gewollt und nicht gekonnt. Ne, machen wir nicht. Machen wir nicht. Habe ich bei der Stonegate Mod die Möglichkeit? Lass mal kicken. Ich will bloß mal gucken. Haben wir irgendwo Gold, 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 Sommel, Jewelry, bla, Blue Food Goods, Goldsmelter. Da haben wir es doch. Könnten wir machen. Könnten wir machen. Wenn wir da noch ein bisschen Zeug vor die Tür stellen, geht es garantiert. Dann machen wir doch die Goldproduktion hier drin. Sicher. Na? Dann machen wir das doch hier drin. Finde ich garantiert noch ein schönes kleines Eckchen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Okay. Garantiert irgendwo echt schnieke noch irgendwo hingebacken. Schaff mal. Hier oben vielleicht, dann machen wir aus einem Treasury, machen wir dann. Oh, hier ist ein Spalt drin. Haben wir gar nicht gesehen. Das ist natürlich schlecht, wenn hier ein Spalt rumlungert. Das ist jetzt nicht so gut. Naja, aus der Ferne betrachtet sieht man das ja sowieso nicht. Nope. Immer mal ein bisschen pragmatisch. Okay. Also gut, wir haben das. Wir haben das Militärgedöns. Das passt. Dann würde ich sagen, für die Goldschmelze bietet sich doch eigentlich der Bereich hier noch so an. Oder mache ich den echt da oben? Dann würde ich ja. Dann wäre ja ein bisschen Bewegung nach oben hin, ne? Sollte gehen. Komm, dann machen wir aus dem Ding hier. So, Treasury. Kann ich das einzeln ändern? Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich kann das nur hier komplett ändern. Das ist jetzt doof. Es hätte mir jetzt gefallen, wenn wir das da oben hingemacht hätten. Oder mache ich hier oben zwei neue Dinger hin? Die vielleicht sogar dann noch ein bisschen besser ausschauen. Das könnte man machen. Das überlege ich mir mal. Weil es wäre schon witzig, wenn man da oben jemand, also wenn die ganze Zeit jemand hier die Treppen hoch und runter laufen würde. Na, das haben wir ja noch gar nicht gesehen, weil da oben noch überhaupt kein Leben stattfindet. Komm, wir reißen mal die zwei ab. Wir machen heute mal ein bisschen länger. Lass mal gucken. Nee, ich will keine Funktion auswählen. Ich will eigentlich nur hier reinpacken. Zack. So, jetzt kann ich doch eigentlich hier abreißen. Wir reißen das Teil mal weg. Und wir reißen das Teil weg. Abreißen. So, dann hätten wir das. Das ist doch gar nicht so verkehrt.
Und dann schnappen wir uns ganz einfach die Stony und hier Pflanzi. Sagen wie immer Wooden Bread. Dann war es jetzt Goldsmelter. Goldsmelter. So, jetzt brauche ich aber ein schönes großes Gebäude, mit dem wir alles schön abdecken können. Main Building ist schon mal gut. Wir könnten auch wieder selber basteln. Das ginge. Wie groß ist das? Das ist jetzt doof. Wenn ich das jetzt auf nicht snappen schalte, dann steht es ja hier total doof. Ne? Warte mal. Wenn wir es nicht snappen. Warum? Lass mal, ich will mal was gucken. Ich will erstmal was ausprobieren. Wenn ich das jetzt hier hochziehe. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Was ist, wenn ich ein fertiges Haus nehme? Sackt mir das auch so ab? So, dass keine Tür da oben ist? Nee, das würde klappen. Okay. Small. Main. Das steht aber so gerade. Was bist du eigentlich? Ist halt schon recht klein, ne? Ich will halt schon irgendwie so ein Oschi haben. Little Castle? Ne. Main Building? Ja, schon eher. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. So, wenn ich das hier so reinschiebe. So am besten. Dass ich da drüben noch Platz habe für was anderes. Können wir das hier so eventuell? Ja, aber da passt die Tür jetzt auch nicht so wirklich, oder? Mal gucken. Naja, könnte gehen. Könnte. Warum passen die anderen dann nicht hin? Ach, jetzt geht's. Okay. Das ist natürlich jetzt hier schon mal was anderes. Das ist mal eine andere Hausnummer hier. So, dann nehme ich das nämlich so. So. Steck das mal so drin. Zieh mir das so nach hinten, dass wir mal den Abschluss hier zur Mauer kriegen. So. Jetzt bin ich dran. Da muss ich wegen der Tür gucken. Vielleicht noch ein Dutch darüber. So. Das passt. Das passt. Da muss ich mir bloß noch für die Ecke hier was überlegen. Oder nehme ich lieber so ein schmales Ding. Sowas. Da kriegen wir da noch was hin. Ne? Weil ich weiß nicht, wie das reagiert, wenn ich jetzt hier einfach mal so Lirum Larum Löffelstiel. Nöte hinsetze. Wir probieren das mal aus. Ich will bloß mit dem Dach da oben nicht ganz so. So, so wird es einigermaßen passen. Schaut auch hier schön aus. Dann können wir das hier so lassen. Hier kaschiere ich mit dem Baum. Da setzen wir jetzt nicht nochmal was hin. Aber das ist okay so. Das ist okay so, dann haben wir hier einen schönen Platz. Das passt doch. Das passt doch. Das ist doch in Ordnung. Ich lasse das mal bauen. Verzieren können wir immer noch. Verzieren können wir das Ganze immer noch. Das schaut immer noch imposant aus. Ja, das ist quasi die Hauptburg da oben. Das könnte klappern. Was wir noch brauchen, ist ein Lager.
wo das Zeug hochgelagert wird. Da müssen wir mal gucken. Lager. Ups. Lager. Brauchen nur ein kleines Lager. Wählt eine Funktion. Kleine Getreide. Nee, kleines Lager. Ein Holzding. Macht sich doch hier in der Ecke dann ganz gut, oder? Wenn man das hier so reinbastelt. So. Könnte klappen. So, halt. Tee anmachen. So. Da könnt ihr das Zeug einlagern dafür. Das passt. Das ist doch in Ordnung. Das ist doch in Ordnung. Okay, bauen. Ja. Das kommt gut. Das kommt gut, dann kriegen die hier oben auch noch einen eigenen Brunnen. Brünnchen. Dann nehmen wir mal den normalen hier. So. So. Wunderbar. Brunnen gebaut. Dann haben die noch Wasser. Das ist doch ideal. Ja, guck mal hin. Ja, schaut doch gut aus. Kann man so lassen, finde ich. Ah, ja. So viel zu dem Thema. Aber ich habe ja gesagt, ich will hier sowieso, ich hau da jetzt ein paar Bäume hin und dann ist gut. Dann schließen wir das Kapitel da oben ab. Noch ein bisschen Deko dann später dran und dann ist es gut. Tut. So, wo eier ich hier rum? Da. Zack. So. Hauen wir uns hier ein paar kleine kuschelige Bäume noch hin. So. So. Ja. Hier dann noch so ein. So. Für etwaigen Wildbewuchs. Einmal. Was bist du? Hier so. So. Zack. Gucken wir uns mal an. Ja, doch. Ist halt Flugsamen gewesen, der da oben reingeflogen ist und dann sind halt die Bäume gewachsen. Ne? Reden wir nicht drüber. Auf jeden Fall habe ich damit einige Kanten und Ecken hier schon mal ein bisschen kaschieren können. Das ist okay. Das passt. Und schaut doch eigentlich von der Ferne dann gesehen aus. Ja, why not? Ist halt eine grüne Burg. Ne? Ist halt eine grüne Burg. Das macht sich auch gut mit dem Lager. Dann haben wir hier dann den Brunnen dazu. Und das passt doch. Jetzt will ich bloß nochmal schnell abwarten mit euch, dass hier mal jemand hochläuft, um den Brunnen fertigzustellen. Dann sehen wir das nämlich mal mit der Treppe. Ja. Funktioniert. Einwandfrei. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Doch, das wächst jetzt. Das wird richtig schön. Ach, Schammels. Schammels. So, Kinders, dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen restlichen Donnerstagabend. Wir sehen uns dann am Samstag wieder. Morgen mache ich mal ein bisschen frei mit aufnehmen und ich warte auch ja dann auf den Jeffrey Report, dass wir den am Samstag dann wieder pünktlich haben. Ne? Und ja, wie gesagt, habt noch einen schönen restlichen Donnerstag. Wir sehen uns am Samstag. Ich freue mich auf euch und sage in altbekannter Manier Tschüss.